Hey, ich bin der Markus und heute stelle ich euch das Kawa Sinos 160 vor. Die Sinos-Reihe, das sind unsere Räder für den Cross-Gebrauch. Ihr könnt mit den Rädern problemlos Querfeld einfahren, aber auch für den alltäglichen Stadtgebrauch sind diese Räder optimal. Wir haben hier zwei verschiedene Varianten vom Rahmen her. Einmal den klassischen Diamantrahmen, der jetzt gerade nicht vor mir steht. Dabei verläuft das Oberrohr ganz klassisch, wie ungefähr bei einem Herrenrad. Oder halt eben hier die Variante, die Damenvariante, mit dem Oberrohr, was stärker abfallend ist, sodass ihr einfach leicht auf das Fahrrad drauf und runter kommt. Die Ausstattung sonst bleibt die gleiche und auch die Fertigungsqualität selbstverständlich auch. Der Rahmen wurde hergestellt aus Aluminium, super qualitativ verarbeitet. So haben wir hier zum Beispiel die innenverlegte Zugführung, die für eine super aufgeräumte Optik sorgt. Wir haben hier, wie auch bei den Sporträdern, einen taperten Steuersatz, also ein konisches Steuerrohr, was hier nochmal den Steuersatzbereich wirklich steifer macht. Und das Fahrrad hat wirklich einen super Vortrieb. Ihr könnt aber auch das Fahrrad super alltäglich nutzen, wie ich vorhin ja schon erwähnt hatte. So könnt ihr hinten problemlos den Gepäckträger anbringen, könntet somit auch Touren fahren mit Gepäcktaschen oder auch problemlos hier Schutzbleche an das Fahrrad anbringen. Wir haben hier den 28 Zoll Aufradsatz mit Shimano SLX Naben, die super gut sind, gepaart mit den DT Swiss 453D Felgen. Also hier habt ihr wirklich einen super Laufradsatz, der richtig Vortrieb bringt in 28 Zoll selbstverständlich, was ja das gängige Cross-Format ist. Bereift haben wir das Ganze mit den Schwalbe Smart Sam Reifen, den Cross-Reifen. Die gehen super schnell, damit seid ihr auf Asphalt bestens unterwegs, auf Schotterstrecken, aber auch über Wiesen könnt ihr richtig dahin fegen. Wir haben hier den Kawa Lenker, der recht breit gehalten wurde, mit den ergonomischen Ergotec Griffen, die verschraubt wurden. Richtig gute Griffe mit einer großen Auflagefläche, so habt ihr auch bei längeren Touren definitiv keine Probleme an euren Händen. Dazu gepaart den Ergotec Vorbau, den FSA Steuersatz. Hier dann noch den Ergon SMC 40 Sattel, der super bequem ist. Ich fahre den persönlich auch auf meinem Mountainbike, kann ich nur empfehlen. Von der Farbgebung her haben wir vornehmlich auf einen matten Grauton gesetzt, gepaart mit rotem sowie schwarzen und grauem Dekor. Ein Highlight an diesem Fahrrad ist definitiv die RockShox Paragon Federgabel. Diese hat 65 mm Federweg und ist die High-End-Gabel im Cross-Bereich von RockShox. Ihr könnt sie individuell auf euer Körpergewicht einstellen, dank dem Luftdruck, ähnlich auch wie wir es von den Mountainbike-Modellen gewöhnt sind. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, die Gabel zu locken. Dann habt ihr ein wesentlich strafferes Fahrwerk und einen schnelleren Vorantrieb. Jetzt komme ich zu den Schaltkomponenten. Wir haben hier nur das edelste verbaut, und zwar eine 3x10 Shimano Deore XT Trekkinggruppe. Und zwar haben wir hier hinten das Shimano Deore XT 10-fach Schaltwerk mit der dazu passenden Kette und Kassette, sowie die 3-fach Shimano Deore XT Kurbel, den 3-fach XT Umwerfer sowie die 3x10 Shimano Deore XT Schalthebel. So habt ihr insgesamt 30 Gänge zur Verfügung. Habt ihr einige sehr leichte Gänge, mit denen ihr problemlos die Berge hochfliegen könnt, aber auch einige schwere, mit denen ihr richtig Druck machen könnt. Wenn ihr dann ordentlich Tempo macht und super auf Geschwindigkeit seid, müsst ihr natürlich auch stehen bleiben können. Und deswegen haben wir hier super standfeste Bremsen verbaut, und zwar auch die Shimano Deore XT Scheibenbremsen. Die fahre ich persönlich auch auf meinem Mountainbike. Das sind super standfeste Bremsen, die haben mich bisher auch auf jedem Trail zum Stehen gebracht. Die werden euch sicherlich zu überzeugen wissen. Das Kawa Sinos 160 ist bei uns für 1.299,99 € erhältlich. Ihr bekommt hier wirklich ein super Rundumpaket mit edelsten Komponenten und einem super ausgeklügelten Rahmen. Wenn ihr es einmal ausprobieren wollt, dann macht den Verfügbarkeitscheck und kommt in einer der Fahrrad XXL Filialen oder bestellt es direkt unter fahrrad-xxl.de.